Aber ich möchte noch einige abschließende Bemerkungen machen, bevor wir jetzt alle zum Flughafen reisen oder Mittagessen gehen. Ich denke, wir haben einige Dinge hier erreicht, die bemerkenswert sind. Wir haben so viele Diskussionen geführt hier bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2020. Und während das passierte, haben die beiden Führungskräfte von Aserbaidschan und Armenien sich zum ersten Mal getroffen in einem öffentlichen Ort und diskutiert miteinander. Und sie haben gesprochen über den Weg in die Zukunft, wie sie mit dem Konflikt in Nagorno-Karabach umgehen wollen. Und das verdient Applaus, denn das braucht Mut. Natürlich ist es auch unter engen Partnern so, in der EU oder auch über den Atlantik hinweg, dass es immer unterschiedliche Sichtweisen gibt und Meinungen und so weiter, aber dass wir immer noch einander zuhören müssen, denn wenn wir einander nicht mehr zuhören, haben wir ein Problem. Es war mir eine große Freude und ich möchte das hier ganz klar sagen, es war mir eine große Freude zu sehen, dass meine deutschen Landsleute, die Regierungsverantwortung haben, alle einer Meinung waren dahingehend, dass Deutschland nun eine positive Reaktion und Réponse positiv entwickeln muss, wie Präsident Macron sagte. Also eine positive Antwort auf das, was dir Macron als Antwort, eine Antwort brauchen auf die Vorschläge von Herrn Macron. Ja, das Thema Münchner Sicherheitskonferenz war Westlosigkeit. Und ich bin froh, dass wir es geschafft haben, eine Debatte anzuregen, dazu zu provozieren. Einige waren sich zu Themen einig, andere waren sich uneins. Andere haben gesagt, dass dieser Begriff, diese Vision zu pessimistisch war. Aber viele Personen haben dieses Wort, diesen Begriff aufgenommen in den Medien. Und das war genau das, was wir erzielen wollten. Ich hoffe, dass diese Debatte über Optimismus für Europa, für Frieden und Stabilität in unserem Kontinent und darüber hinaus in eine neue Phase einsteigen wird, wenn wir uns hier nächstes Jahr wiedersehen. Schreiben Sie sich in den Kalender, die MSC 2021 wird stattfinden vom 19. bis zum 21. Februar nächsten Jahres. Nun ganz kurz. Ich möchte ganz herzlich nicht nur diesen Diskussionsteilnehmern danken und Nathalie, sondern auch den anderen Diskussionsteilnehmern, den anderen Rednern, den Moderatoren, all denjenigen, die hier teilgenommen haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Sponsoren, Unterstützern, natürlich der Bundesregierung Deutschlands, dem Freistaat Bayern. Markus Söder danke ich ganz herzlich, der wieder ganz wunderbar eine schöne Dinnerparty gestern Abend abgehalten hat. Es war der 75-Jahrestag der Vereinten Nationen und es war gestern eine schöne Feier dieses Anlasses und danke an Bayern. Ich danke dem Bayerischen Rundfunk. Das hier ist das Hauptnachrichtenmedium, das von unserer Veranstaltung hier unter anderem berichtet und ich danke auch unseren Unterstützerinnen und Unterstützern und Sponsoren und Sponsoren aus dem privaten und öffentlichen Sektor, Dr. Wolfgang Reitzle aus dem Beratergremium, den vielen Freiwilligen aus den Streitkräften, aus der Bundeswehr, aus allen Bereichen. Und ich danke am Ende meinem Team, Boris Ruge. Ich danke meinem neuen Stellvertreter, Botschafter Ruge. Ich danke Benedikt Franke, dem CEO der Münchner Sicherheitskonferenz, der ganz herausragende Arbeit geleistet hat bei der Organisation des Ganzen. Er hat ein Organisationsteam angeleitet und geleitet hier in dieser sehr erfolgreichen Konferenz. Und meine Damen und Herren, dies beschließt nun dies beschließt nun die 56. Münchner Sicherheitskonferenz und ich kann Ihnen sagen, ich bin wirklich wahnsinnig müde jetzt. Auf Wiedersehen und ich sehe Sie nächstes Jahr wieder. Vielen herzlichen Dank.